Was geht eigentlich am Wochenende? Das habe ich mich auch gefragt und habe gleich drei Tipps für Sie. Zuerst geht es nach Ladenburg zum Beat and Eat Festival. Veranstalter Daniel Gerngroß freut sich schon riesig auf die Live-Acts. Wir haben ein tolles Künstlerprogramm am Freitag. Icke Hüftgold ist bei uns, dann DJ Robin mit Laila ist live bei uns auf der Bühne. Stefan Stürmer, Honk, Ina Colada. Wir haben so viele tolle Acts auf der Bühne, die richtig gute Partystimmung machen werden. Und es lohnt sich auf jeden Fall. Wer nicht so viel Lust auf Ballermann-Musik hat, für den ist die Geburtstagsfeier der Mannheimer Firma Pure Lay am Samstag was. DJ Puentes und weitere tolle Live-Acts sorgen für die ultimative Partystimmung auf dem Festivalgelände. Außerdem gibt es tolle Fotospots und Stylingmöglichkeiten. Beginn ist am Freitag und Samstag um 19 Uhr. Bei meinem nächsten Tipp, den ich für Sie habe, könnte es auch ein bisschen nass werden, weil dieses Floß hier ist nicht ganz so sicher. Deswegen habe ich mir mal lieber meinen Schwimmring mitgenommen. Aber zum Floß gleich mehr. Nach 2 Jahren Corona-Pause findet dieses Jahr endlich wieder das Hafenfest in Ludwigshafen statt. Neben einem Kinderprogramm, Live-Musik sowie Essen und Trinken gibt es am Sonntag etwas ganz Besonderes. Die Spaßregatta. Das Highlight für Hafenfestgründer Christoph Heller. Spaßregatta dürfen Sie mit allem aufs Wasser, was schwimmt. Sie müssen sich neu drauf oder drunter setzen können, Sie müssen es bewegen können. Egal, ob mit der Hand, mit der Fies, mit Flosse, mit einem Elektromotor oder am Schluss mit der puren Verzweiflung. Heller tritt mit seinem eigenen Floß an. Die Aufbauarbeiten und Vorbereitungen sind in vollem Gange. Was natürlich nicht fehlen darf, ist das passende Kostüm. Denn darum geht es ja schließlich. Die ausgefallenste Kulisse und die coolsten Kostüme. Vom Floß weiter aufs Wasser zu meinem nächsten Tipp für Sie. Endlich wieder festen Boden unter meinen Füßen. Obwohl es jetzt gleich wieder für mich aufs Wasser geht, brauche ich den hier nicht mehr. Denn für mich geht's jetzt auf ein echtes Schiff. Wussten Sie, dass Bakterien nicht immer schlecht sind? Oder haben Sie sich schon mal gefragt, wie Wissenschaftler arbeiten? Antworten gibt's hier, auf der MS Wissenschaft, einem umgebauten Schiff. An mehr als 30 verschiedenen Stationen lädt die MS Wissenschaft zum Lernen und Ausprobieren ein. Diese Box hier, die kann sich jeder Besucher mit nach Hause nehmen und wird dadurch selbst zum Forscher. Man kann damit nämlich Bodenproben aus dem eigenen Garten oder auch dem naheliegenden Wald sammeln. Wie das funktioniert, steht in der Anleitung drin. Werkzeuge sind auch mit dabei. Die Proben werden dann in ein Labor geschickt und untersucht. Und natürlich ausgewertet. Simon Rabe ist Lotse auf dem Schiff und weiß, wie wichtig es ist, dass auch Nichtwissenschaftler die Forschung unterstützen. Es gibt viele Wissenschaftler, aber es gibt nicht genügend Wissenschaftler um Sachen, zum Beispiel wie die Myxobakterien. Man hat nicht so viele Wissenschaftler, die jetzt ins Feld gehen können, Bodenproben als Beispiel nehmen können. Und da braucht man einfach Menschen, die das auch machen und das als Leidenschaft oder auch einfach mal nebenher machen, weil das hilft den Wissenschaftlern ungemein. Von Freitag bis Montag kommt die MS-Wissenschaft nach Mannheim. Kommen kann jeder und das Beste ist, der Eintritt ist frei. Und jetzt gibt es nochmal alle Tipps im Überblick. Die Festwiese in Ladenburg lädt sowohl Freitag als auch Samstag ab 19 Uhr mit Live-Musik zum Feiern ein. In Ludwigshafen gibt es das Hafenfest mit der Spaßregatta als Highlight und die MS Wissenschaft legt in Mannheim an und lädt sie zum Forschen ein.